Am Motor 654 prüfen Sie die Grundstellung der Nockenwellen. Entfernen Sie dafür die obere Motorabdeckung. Auch das Luftansaugrohr kommt raus. Fehlt noch die Prallplatte. Auch diese nehmen Sie heraus. Dann geht es an den Ausbau des Hall-Sensors der Nockenwelle. Entriegeln Sie die elektrische Steckverbindung und trennen Sie sie. Die kleine Befestigungsschraube entfernen Sie. Jetzt können Sie den Sensor herausziehen. Nehmen Sie dann das Einstellwerkzeug und setzen Sie es in die Öffnung des Hall-Sensors der Nockenwelle. Das Werkzeug wird mit der Schraube des Nockenwellensensors befestigt und nur von Hand angelegt. Anschließend benötigen Sie den Gegenhalter. Den bringen Sie an der Riemenscheibe des Motors an. Jetzt drehen Sie den Motor in die Motordrehrichtung. Damit Sie die folgenden Schritte besser nachvollziehen können, zeigen wir sie Ihnen am Motorenmodell. Wenn Sie den Gegenhalter angebracht haben, drehen Sie so lange nach rechts an der Riemenscheibe, bis die OT-Markierung der Riemenscheibe exakt mit der Markierung am Kurbelgehäuse übereinstimmt. Danach prüfen Sie die Markierung an der Auslassnockenwelle. Die muss mit der Markierung am Einstellwerkzeug übereinstimmen. Hier ist eine Linie vorgegeben. Die Grundstellung ist so korrekt. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie aber, dass Sie am Hall-Sensor der Nockenwelle die Dichtung tauschen müssen. Zum Schluss lesen Sie wie immer noch den Fehlerspeicher mit dem Diagnosesystem aus.